Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. Heute möchte ich euch mal wieder ein Messer vorstellen. Ausgesucht habe ich mir diesmal das Böker Solite, das es in zwei verschiedenen Griffvarianten gibt. Das hier ist die Variante mit Holzgriff. Beide werden wir euch heute vorstellen. Beide Messer haben eine Lederscheide, beide Messer haben einen D2-Stahl als Klingenstahl, also ganz interessant. Alles weitere erfahrt ihr jetzt gleich im Film. Und eins der beiden Messer werden wir im Anschluss im Forum dann verlosen, also schaut auf jeden Fall auch ins Forum rein. Vom Böker Solite gibt es zwei verschiedene Versionen, deren technische Daten aber weitestgehend identisch sind. Die Klingenlänge des Solite beträgt 8,1 cm. Es besitzt die beliebte Drop-Point-Form mit starker Spitze und viel Bauch für gute Schneideleistungen. Die Klinge ist nahezu durchgängig 3,8 mm breit und 2,4 cm tief. Sie ist hohlgeschliffen, was die Schneideleistungen des Messers verbessert. Insgesamt ist das Messer 18,9 cm lang. Das Böker Solite Forest wiegt 134 Gramm. Das Solite Wood bringt dagegen 125 Gramm auf die Waage. Beide Messer sind mit einem durchgehenden Flacherl versehen. Kommen wir zum Material. Die Klinge des Messers ist aus D2-Stahl gefertigt. Dabei handelt es sich um einen rostträgen Werkzeugstahl, der eine gute Schärfe und eine ausgezeichnete Schnitthaltigkeit besitzt. Das Böker Solite Wood hat, wie der Name schon sagt, einen Holzgriff aus Maserbirke, einem sehr harten und dichten Holz aus Skandinavien. Die Forest-Variante des Solite besitzt dagegen grüne Griffschalen aus Micarta, einem robusten Kunstharz-Verbundsmaterial. Beiden Messern liegt eine Scheide aus Leder bei. Die des Wood ist braun, die des Forest dagegen schwarz. So, nun aber in die Praxis. Für gröbere Arbeiten ist das Messer weder von der Größe noch vom Anschliff her geeignet. Im Bereich der normalen Arbeiten sorgt der ausgewogene Werkzeugstahl aber für sehr gute Ergebnisse. Auch feinere Arbeiten erledigt das Solite mit Bravour. Hierbei kommt dem Messer der Hohlschliff zugute. Vor allem präzisere Arbeiten, etwa bei der Jagd oder im Outdoor-Alltag, gehen mit dem Solite leicht von der Hand. Und auch nach diversen Tests besitzt das Messer immer noch eine gute Gebrauchsschärfe. Gehen wir zum Abschluss noch auf die Bedienbarkeit ein. Beide Versionen des Solite sind grifflastig ausbalanciert und liegen gut in der Hand. Der Holzgriff des Solite Wood ist dabei ein wenig dicker und auch griffiger geraten. Für ausreichend Sicherheit im Umgang sorgen eine Daumenrampe und ein Handschutz. Eine zusätzliche Riffelung am vorderen Teil der Klinge erhöht Sicherheit und Komfort, wenn der Zeigefinger dort platziert wird. Der Klingenrücken besitzt harte Kanten, sodass das Solite mit einem Feuerstahl genutzt werden kann. Am Ende des Messers bietet das Böker einen Schlagdorn und eine Öse zur Befestigung. Ein geflochtenes Lanyard ist praktischerweise bereits im Lieferumfang enthalten. Problemlos lässt sich das Solite von Rechts- und Linkshändern nutzen. Die Scheide jedoch ist für Rechtshänder ausgelegt. In dieser sitzt das Messer fest und sicher. Der Aufwand für die Pflege ist wegen der Schnitthaltigkeit gering. Bei der Reinigung stören allerdings die beiden Löcher im Griff, in denen sich Schmutz sammeln kann. Kommen wir zum Fazit. Die beiden Böker Solite haben uns ganz gut gefallen. Der Hohlschliff der Klinge, die ausgewogene Größe und die angenehme Handlage sorgen für sehr gute praktische Ergebnisse. Darüber hinaus punkten die Messer mit bewährten Materialien, robuster D2-Klingenstahl, eine optisch ansprechende Lederscheide und je nach Version Griffschalen aus Micarta oder Maserbirke. Kleine Details wie etwa die Riffelung für den Zeigefinger oder das mitgelieferte Lanyard runden das Gesamtbild ab. Preislich rangieren die beiden Messer im Mittelfeld. Das Böker Solite Forest mit Micarta-Griff
ist ab 178 Euro zu haben. Für das Bökersolide Wood mit dem Griff aus Maserbirke dagegen zahlt man 210 Euro.